ist, denke ich, auch mal die Höhle. Hier geht es noch weiter hoch, aber... Drücke Leertaste, um zu springen. Super. Ja, dann gehe ich jetzt mal hier in diese Höhle. Das scheint mir das Grab zu sein, in das ich gehen soll. Schon wieder? Ich kann schon wieder was herstellen. Ah ja, stimmt. Ich habe ja gerade Mollerets Blatt gemacht. Hier ist schon wieder ein Mollerett. Ein entkräfteter Mollerett. Der wird dann wohl nicht so stark sein. Ist er auch nicht. Gut. Wird der damit auch besiegt? Jetzt warte ich mal mit Herstellen, bis ich ein paar mehr hab. Ein paar mehr Fleischdinger. Was ist das hier? Brennendes Galbachöl. Weiß mich ein Wiesel, wenn das nicht Knut war. Aha, okay, also Knut hat hier wohl irgendwas falsch gemacht. Gut, renne ich mal weiter. Mal ein bisschen die Höhle erkunden. Hab keinen Plan, welchen Gang ich jetzt nehmen musste, aber im Prinzip ist das jetzt auch gerade egal. Ah, hier ist das schon das Messer. Sieht mir mal ganz danach aus. Ja. Ah, ist ein Dolch, kein Messer. Fast dasselbe. Dolch und Messer. Was haben wir hier drin? Ah, sehr gut. Ein Schild und ein rostiges Schwert. So, dann gucken wir doch direkt. Mache ich gerade mal wieder hier mein Fleisch. Und jetzt gucke ich nach den Waffen. Gut, dann hole ich jetzt die Keule. Das ist eine Einhandwaffe, denke ich doch mal. Und mache das Schild. Ja, jetzt habe ich Schild und Keule. Gut, ich gehe jetzt mal hier lang. Ah ne, da bin ich hergekommen. Ich gehe hier weiter. Ah, wahrscheinlich ist das jetzt der Ausgang oben. Also ich hätte wahrscheinlich auch können von oben hier reingehen. Also von weiter oben. Weil da unten, wo ich ja jetzt reingegangen bin, da komme ich ja nicht mehr raus nachher. Weil da ja meine Felswand war, die wäre ich ja nicht hochgekommen. Ja, das hat doch schon mal gut geklappt. Hier die erste Quest. Die Mollerets besiegt und auch... So, hier muss ich drüber springen, sehr wahrscheinlich. Ja, die Mollerets habe ich besiegt und auch das Messer gefunden. Ja, und hier sind wir eben in die Höhle reingegangen. Gut. Das ist ja schon mal gut gelaufen. Also rennen wir jetzt zurück zu Knut. Bei dem können wir dann die Quest abgeben mit den Mollerets. Und danach gehen wir zu Borga. Ne, wie hieß er jetzt nochmal? Jetzt habe ich vergessen, wie er hieß. Chroma. Chroma hieß er, stimmt. Ja, gehen wir jetzt zuerst zu Knut, geben die Quest bei dem ab und dann gehen wir zu Chroma. Und der wird uns dann wohl die zweite Prüfung aufgeben. So. Du bist wieder da. Hast du die Mollerets erschlagen? Scheinbar hat... ja, also... Ja. Kann es sein, dass Chroma dich auch zu Melgans Grab geschickt hat? Wie kommst du darauf? Jemand hat einen Krug mit Galwachöl in der Gruft angezündet, um die Mollerets nach draußen zu treiben. Verwendest du das Öl nicht, um Wildtiere von deinen Feldern zu verjagen? Und wenn es so wäre? Halt dich von Ivy fern, Knut, sonst bekommst du Ärger. Ja, Knut ist scheinbar eifersüchtig und wollte hier... Ja, wahrscheinlich die Mollerets benutzen, um mich zu töten. Das ging wohl schief. Die Mollerets sind tot. Deine Felder wieder sicher. Gut. Ein wenig Dank hätte ich schon erwartet. Ja, ja, danke. Tja, das hat ihm wohl nicht gepasst, dass wir das hier geschafft haben. Und die Mollerets alle platt gemacht haben. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück zu Chroma. Der wird wohl ein bisschen mehr begeistert sein, dass wir noch leben. Ivy mit Sicherheit auch. So, wo ist Chroma? Der sitzt nicht mehr hier auf der Bank, dann ist er da oben. Ja, vor seiner Hütte steht er. Sprechen wir mal direkt mit ihm. Rennt der weg? So, jetzt aber. Hast du Melgans Dolch? Hier ist Melgans Dolch. Nun gut. Die erste Prüfung war auch die leichteste. Was ist die zweite Prüfung? Du musst zeigen, dass du Ivy beschützen kannst. Willst du gegen mich kämpfen? Nein. Am Bergweiher hat sich ein Schmuggler bereit gemacht. Ah, okay. Vertreib ihn von unserer Insel und bring mir seine Waffe als Beweis.
Das Tor zum Bergweiher ist verschlossen. Wenn ich den Schmuggler vertreiben soll, brauche ich den Schlüssel. Ja, das stimmt. Hier hast du ihn. Und jetzt geh. Gut. Oh, wir haben Level 2 erreicht. Das ist schon mal ganz gut. Alles gut? Oh, Mist. So, wir haben jetzt also die Quest bekommen, einen Schmuggler zu vertreiben, der sich hier irgendwo breit gemacht hat. Die Quest gab's schon in der Demo. Auf was skill ich denn jetzt? Präzision. Präzision haben wir, Disziplin. Komm, ich mach mal. Wie viel habe ich? Ah, 3. Ja, machen wir das mal so. Jo, das passt. Gut. Und dann den Schlüssel haben wir halten und dann rennen wir jetzt hier hoch. Das rechte Tor ist es. Oh, da kommt Ivy. Ich wollte euch belauschen, habe aber nicht alles gehört. Was will mein Vater jetzt? Er hat mir den Schlüssel gegeben, den du mir sonst immer aus seinem Nachttisch klaust. Warum? Ich soll Diego von der Insel vertreiben. Das wird aber schwierig. Ich red mal mit Diego. Vielleicht fällt ihm was ein. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Dieser Schmuggler ist Diego. Ivy kommt in der Demo nicht so angerannt und erzählt das einem. Deswegen wäre das dann ein kleiner Überraschungsmoment gewesen, wenn da auf einmal Diego der Schmuggler ist. Aber jetzt wisst ihr es, Diego ist der Schmuggler und wir müssen ihn jetzt vertreiben. Mal sehen, wie das klappt. Wo ist denn Diego? Ach, da unten kommt er schon. Der ist ein bisschen gealtert. Da bist du ja wieder, mein Freund. Was machen die blauen Flecken? Sind halb so wild. Na dann, willst du wieder trainieren? Würde ich gern, aber... Was aber? Groma hat mir befohlen, dich von der Insel zu vertreiben und ihm als Beweis deinen Säbel zu bringen. Tatsächlich? Wie kommt er dazu? Es ist eine Prüfung, weil ich Ivy heiraten will. Dann hast du ein Problem. Scheint so. Und was machen wir jetzt? Ich muss sowieso bald zurück nach Argan. Zeig mir, dass du was gelernt hast, dann gebe ich dir meine alte, schartige Machete für Groma. Weißt du, warum Groma dich loswerden will? Nun, mein Freund, er hat Schulden bei mir. Wahrscheinlich deshalb. Oder er wollte, dass du die Prüfung auf keinen Fall bestehst. Wird Groma den Trick mit der Machete nicht durchschauen? Ach was, der war noch nie selbst hier. Schickt immer nur Oruk, seinen Diener, um Sachen von mir zu kaufen. Lass uns kämpfen. Gut, dann kämpfen wir mal gegen den alten, guten alten Diego. Das sollte ja kein ganz so einfacher Kampf werden, aber ich nehme es schon mal vorweg. In der Demo sind die Kämpfe etwas einfacher. Quatsch, in der Demo, was rede ich denn? Hier, am Anfang sind die Kämpfe etwas leichter. Ja, man sieht's. Nicht schlecht. Ich gebe auf. Du wirst langsam alt. Ja. Gibst du mir jetzt die Machete? Sachte, sachte, mein Freund. Erst zeigst du mir noch, dass du auch gegen jemanden bestehst, der es nicht gut mit dir meint. Gegen wen soll ich kämpfen? Wenn du dem Weg hier in Richtung Meer folgst, kommst du zu meinem Boot. Dort treiben sich ein paar Goblins rum. Die hauen immer ab, wenn ich komme.